hier ist der härteste Trampolin-Parcours Deutschlands. Deutschlands. Also nein, nicht das hier. Das hier. Und wie man den am besten meistert, schauen wir uns jetzt zusammen an. Am besten wäre auf jeden Fall schon mal schnell. Denn der erste Part ist ein Duellparcours, dessen Ziel man schon als erstes erreichen sollte, wenn man hier bei Big Bounce weit kommen möchte. Überraschung, es geht los mit einem Trampolinsprung über dieses Hindernis hier. Okay, hier ist es so hoch, die meisten Leute bräuchten dafür eine Leiter oder Flügel, aber bei Big Bounce muss allein die Sprungkraft reichen, um von Hindernis zu Hindernis zu kommen. Ja, und da vorne wartet auch schon die erste Wand auf einen. Okay, zugegebenermaßen, wenn man hier landet, hat man irgendwas falsch gemacht. Eigentlich sollten die Kandidaten hier rüber springen. So, ganz wichtig, den Duellanten nie aus dem Blick verlieren und dann mit sehr viel Speed in dieses Trampolin rein und dann wie ein Ping-Pong. Hin, her, hin, her. Klingt recht simpel, ist es glaube ich nicht. Der Buzzer vom ersten Etappenziel scheint so nah, wenn nicht diese Pilze hier wären. Wenn ihr mich fragt, wie man da rüberkommt, gar nicht. Okay, ich glaube, bei den Kandidaten sieht das um einiges besser aus. Aber wenn ihr auch sehen wollt, wie der Rest des Parcours ausschaut, einschalten. Big Bounce bei RTL.